أيها الأحبة دقيقة صمت على أرواح الشهداء، الشهداء الذين سقطوا أخيرا في الانفجارين الأخيرين. ونقف دقيقة صمت إلى كل الشهداء سوريا، ونقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. فلتفضلوا وإياكم أيها الأحبة. نعم. Wir bitten euch bitte um eine Schweigeminute für die Opfer und Märtyrer in Syrien. Vielen Dank, ich probiere es jetzt einfach mal. Für die Muslime sage ich Assalamu alaikum und für die anderen herzlich willkommen. Und für die Juden hier sage ich Shalom. Denn was in Syrien geschieht, sind Verbrechen. Und jeder anständige Mensch muss gegen solche Verbrechen aufstehen. Es kann nicht sein, dass bei hunderten Toten und Verletzten innerhalb von einem Tag alle schweigen. Was ist das für eine verdammte Sauerei bei den Demokratien? Was macht die Bundesregierung? Die Bundesregierung, das kann ich Ihnen sagen, die arbeitet mit den Mördern. Das ist Komplizentum, gar keine Frage. Wenn jemand eine Bank überfällt, wer weiß das besser als unsere Polizisten? Und ein anderer macht mit und fährt den Fluchtwagen, dann ist das ein Komplize. Wenn jemand Syrer ermordet und einer hilft mit dem BND, mit dem Bundesnachrichtendienst, dann ist das Komplizentum. Und wenn in Syrien Menschen ermordet werden und ein Schiff der deutschen Bundesmarine kreuzt vor der Küste und koordiniert Einsätze, dann ist das Komplizentum. Niemand, der den Sinn hat, dass die Völker auf dieser Erde friedlich zusammenleben, kann bei diesem Morden zusehen. Mein amerikanischer Freund Webster Tarpley hat gesagt, die bewaffneten Kräfte der angeblichen syrischen Opposition sind Todesschwadronen, sonst gar nichts. Mörder! Es ist das Recht jedes Staates, es ist die Pflicht jeder Regierung, Entschuldigung für die Nebengeräusche, dass bei derartigen Ausschreitungen, bei Bombenattentaten, bei Morden, bei Folter, dass hier die Regierung sich wehrt, um die Sicherheit der Bürger zu garantieren. Das ist die Pflicht jeder Regierung. Wie kommt es, dass in den deutschen Medien, in den britischen offiziellen Medien, in den französischen Medien, in komischerweise allen Medien der NATO, die rechtmäßigen Anstrengungen der syrischen Regierung, die Sicherheit ihrer Bürger zu garantieren, dass das als Aggression, als Ermordung von Massen der Bevölkerung und so weiter kritisiert wird, obwohl die Gegenseite, die Opposition und die Geheimdienste der NATO für genau diese Morde sorgen?
Es ist doch wieder einmal so, die Amerikaner beschuldigen eine Regierung einer Sache, die sie selbst machen. Und die NATO klatscht Beifall und die NATO macht mit. Was ist aus der NATO geworden? Es tut mir leid, das als Deutscher sagen zu müssen, aber eine Verbrecherbande ist das geworden. So, vielen Dank. Jetzt geht es aber weiter, denn heute ist nicht nur der Tag der Klage an die anderen. Heute müssen wir auch einmal ansehen, was haben wir denn falsch gemacht bisher? Wir und die syrische Regierung in der Abwehr, in der berechtigten Abwehr der Aggression aus den NATO-Staaten und durch korrupte Araber. Und hier zeigt sich leider Gottes ganz deutlich, es hätte sehr viel mehr in die deutschen und westlichen Medien investiert werden müssen. Ja. Denn wir sind doch hier alleine. Wir kämpfen gegen eine Übermacht von ARD und ZDF und Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche und die verdammten. Und das geht eben nur mit ein bisschen Geld. Und das geht eben nur mit ein bisschen Organisation. Und dafür gibt es Profis. Ich habe also die syrische Regierung mehrfach schriftlich aufgefordert, sich Profis zu holen und das zu organisieren, weil es sonst schief geht. Lassen wir uns eines gesagt sein. Diese Ungerechtigkeiten, dieses Morden, die Unterdrückung des syrischen Volkes, die hier organisiert wird, und es wird ja noch mehr organisiert, wenn nichts passiert, dann wird das syrische Volk praktisch durch den Fleischwolf gedreht. Genau wie Libyen, genau wie Irak, genau wie Afghanistan und genau wie der Balkan. Also, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir anfangen, mit den Medien zu organisieren. Auch das muss die syrische Regierung tun. Und ich habe gesagt, wenn es nicht passiert, dann wird es nicht gelingen, die Deutschen in großen Zahlen gegen das Handeln der Regierung in Berlin, hier in der Nähe, aufzubringen. Oder die Franzosen gegen das Handeln ihrer Regierung in Paris. Glauben Sie doch ja nicht, dass ohne Anstrengung der neue französische Präsident Hollande irgendetwas gegen die Verbrecher in Washington machen kann. Das kann er nicht, sonst verliert er seinen Job, genauso wie deutsche Politiker ihren Job verlieren. Glauben Sie mir, wenn heute ein Politiker in der NATO aufsteht und sagt, ich mache bei diesem Schweinkram nicht mehr mit, dann fliegt er raus. Das dauert nur 10 Tage, dann ist er nicht mehr der Mann, der vorher war. Deutschland ist ein Pudelstaat geworden, aber Frankreich und England sind das genauso. Und deswegen müssen wir in den Medien dieser drei Länder, Frankreich, Deutschland und England, gegen diese Verbrecherpolitik der NATO stark auftreten, mit Geld auftreten, sonst wird es nicht gehen. Wie sollen die Menschen die Wahrheit erfahren? Es geht nicht anders. Bravo. Bravo. Deswegen will ich heute hier Papiere herumgeben. Ich suche noch 2, 3 kräftige Jungs, die mich unterstützen, damit sie unterschreiben können. Squeeze super quick. Kennen wir. Alte Kämpferin. Damit sie Unterschriften einsammeln, die ich an den Botschafter übergeben werde. Darum geht es, dass Syrien mich erneut nach Syrien holt, damit ich mit der Regierung über dieses Programm reden kann. Denn sonst wird es nicht passieren. Lassen Sie mich kurz sagen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Der Generalsekretär der Deutsch-Syrischen Gesellschaft, Herr Dr. El-Hamid, hat mich angesprochen im Mai vor einem Jahr, und hat gesagt, wir kommen in den deutschen Medien nicht durch, was können wir machen? Ich habe gesagt, gut, dass Sie mich gefragt haben, ich habe das Fach studiert und ich habe bei Siemens in der Kommunikation gearbeitet, ich weiß, wie man sowas macht. Ich habe weltweite Medienkampagnen gemacht. Ich schreibe dem Botschafter ein Programm, das werde ich der Regierung vorführen und dann werden wir mal schauen, was passiert.
Ich habe dem Botschafter ein Programm geschrieben. Dem Juno habe ich das von seinem Büro aus nach Syrien schicken können. Und was ist passiert? Das Programm wurde abgelehnt. Na Gott sei Dank kann man sagen, die haben vielleicht einen besseren gefunden als mich. Aber leider nein, jetzt wurde überhaupt keiner gefunden. Und das ganze Programm wurde nicht gemacht. Und deswegen steht Syrien heute da, wo es steht. Weil diese verbrecherischen Regierungen hier in Paris, in London, wir sind sicher, dass nichts passiert. Liebe Freunde, liebe syrische Freunde, liebe Friedensfreunde, die hier versammelt sind. Ich vertrete die Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg, die längste kleine Antikriegsgruppe in Deutschland innerhalb der Friedensbewegung hier in Deutschland. Wir möchten hier die Solidaritätsgrüße an das syrische Volk überbringen, das mehrheitlich an Assad glaubt und für die Souveränität des Landes eintritt. Wir sind nicht nur eine Antikriegsgruppe, sondern wir zeigen auch die Ursachen von Kriegen auf. Und die Ursachen von Kriegen ist das Kapital, das eben an einer Tonne Zucker weniger verdient als an Rüstungen. Deswegen klagen wir an gegen NATO, für das Völkerrecht, das zurzeit auch von großen Teilen der UNO mit Füßen getreten wird. Umso bemerkenswerter die Rolle Chinas und Russlands, das hinter Syrien steht. Und wir waren auch diejenigen, die als vor der syrischen Botschaft Schriftsteller vor kurzem sich versammelt haben, auf der anderen Seite standen und gesagt haben, wir sind dafür, dass Syrien selbstbestimmt keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten. Das ist in jeder Verfassung, auch in der deutschen Verfassung, im Grundgesetz verankert, das ja auf der UNO-Charta fußt. Deshalb ist es eine Schweinerei, dass die deutschen Medien und auch die westlichen Medien hier so gegen Assad schimpfen und zum Krieg aufrufen. Es ist interessant, dass selbst Leute, die vorher an der Spitze der Bundeswehr standen, das sind weiße Raben unter vielen Schwarzen, oder mit der NATO eine Zeit gingen, dass die diese Lüge durchschauen. Ich nenne nur Willy Wimmer, ich nenne nur General A.D. Lockwey, der vor ein paar Jahren im Münchner Raum gesagt hat, man greift immer die Spitzen der Staaten an, die Präsidenten der Staaten eines Landes, das im Fadenkreuz der NATO steht. Und heute ist es Assad, gestern war es Gaddafi, vorher war es Milosevic. Und ein Staat ohne Führung ist dem Monopolkapital, dem Westlichen, hilflos ausgeliefert. Und deswegen auch stehen wir dafür, dass jedes Volk souverän über seine Rechte bestimmt. Und es ist kein Zufall, es
will nämlich den ganzen Kontinent Afrika neu kolonialisieren. Und da müssen die Staaten, die sozial und militärisch stark sind, niedergemacht werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Solidarität.